Ja, und Stankovic, 11-3 Sieg im Spitzenspiel gegen Scorpions, Tabellenführung übernommen von den Scorpions. Hättest du gedacht, heute Morgen, dass er so hoch gewinnen könnte gegen den amtierenden Schweizer Meister? Ich habe es erhofft, ich habe es gewünscht. Gott sei Dank, es hat geklappt. Dass es so hoch ausgegangen ist, hätte ich nie im Leben gedacht. Ich muss ein ganz grosses Kompliment machen der Mannschaft, die hat ein super Spiel, nicht nur heute, nicht nur jetzt, sondern auch morgen zwei super Top-Leistungen. Das erwarte ich auch. Aber am Morgen gegen Illyrian haben wir mehr Probleme gehabt. Am Anfang hat Illyrian sehr gut mitheben. Was ist denn besser gelaufen am Nachmittag? Könnt ihr immer besser einspielen? Ja, es ist eben, jedes Spiel ist schwierig und man muss, jeder Gegner muss man ernst nehmen. Und vielleicht hat man gedacht, ja gut, vielleicht ist man schon mit dem Kopf beim zweiten Spiel gewesen, ich weiß es nicht. Wichtig ist, wir haben gewonnen. Dennoch bin ich zufrieden mit dem wunderschönen Tag hier in Emmen und auf das müssen wir aufbauen. Damian Rehle ist auch jetzt mit dabei hier in Emmen. Er ist im ersten Spiel gegen Illyrian am Anfang ein bisschen verletzt oder angeschlagen. Nachher hat man ihn draussen gelassen. Am Schluss, im letzten Ritt, hat er praktisch nicht mehr gespielt. Ist er geschont worden für den Spitzenkampf? Es ist eben so. Es ist alles sehr schnell gegangen, auch mit dem Transfer vom Ramiro. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der Clubführung nochmal ganz herzlich bedanken, dass es geklappt hat. Und das andere ist, er ist seit am Donnerstag hier bei uns. Er ist die letzten drei, also sagen heute auch noch, er ist krank gewesen, hat Angina gehabt. Er ist, aber er hat uns verrecken noch spielen. Ich habe ihm gesagt, du lass es sein, wenn du es nicht magst vertragen. Und er hat unbedingt spielen. Und ich glaube, wir haben es gesehen jetzt im zweiten Spiel, was der Herr hatte. Und wenn wir überhaupt nicht diskutieren, das ist eine absolute, nicht nur Verstärkung auf dem Spielfeld, sondern auch vom menschlichen her. Von dem her nochmal ganz herzlichen Dank an die Clubführung. Eben, er wird auch ein paar Mal weiter in der Saison für GC auflaufen. Wie häufig wird er dabei sein? Das ist ja so, wir sind dran. Es ist natürlich so, dass er auch weltweit auch Angebote hat von diversen anderen Vereinen, aber so viel wie möglich. Er fühlt sich auch pudelwohl hier bei uns in der Schweiz, das ist unser Ziel. Und sobald er Spass hat, sobald er Fun hat, wird er umso mehr hier spielen mit uns. Das ist ja vor allem auch durch dich, oder? Die persönliche Beziehung, dass das so zustande gekommen ist. Ja, wir sind gute Freunde seit jetzt längerer Zeit. Aber es ist auch lieb, dass man anerkannt wird. Und das ist umso schöner. Und Freunde einmal und Freunde für immer. Du bist im Juniorenalter ein guter Rasenfußballer gewesen, also top in der Schweiz, Juniorenlevel. Dann hast du früh entschieden, Beachsoccer zu spielen. Und jetzt bist du doch bei GC gelandet, bei einem Top-Fußballclub in der Schweiz. Wie ist das für dich? Ja, es ist so. Ich habe halt früher ich hab gemerkt, dass es mir nicht ganz lang für oben raus. Bin ich ganz ehrlich mit mir selber. Aus dem Grund, weil ich auch nicht am Anfang an Fußball gesetzt habe. Habe meine Lehre fertig gemacht und alles. Habe dann probiert, hat dann nicht geklappt. Habe dann mit dem 20 in Beachsoccer eingestiegen. Bedauern den Schritt. Ja, nein. Dass ich jetzt bei GC bin, das ist halt per Zufall. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken, dass die Unterstützung, die wir haben vom Verein. Also wir bekommen da alles. Wir werden wahrgenommen vom Verein. Und wir müssen irgendetwas mit der Leistung, so wie auch heute, so wie wir es gemacht haben, mit irgendetwas im Retour geben. Aber es ist ein Erfolgsmodell, kann man sagen. Also man weiß es natürlich noch nicht, wir haben noch nichts gewonnen. Aber könnt ihr schon sagen, dass es könnte auch für andere Städte ein Beispiel sein, zum Beispiel für andere Fußballclubs, Profifußballclubs, Beachsoccer zu unterstützen? Das ist auch unser Ziel. Wir wollen so möglich als professionell auftreten. Man sieht auch, wir laufen mit dem Logo auf der Brust. Und es muss alles um uns. Klar, man kann nicht alles professionell, aber so gut wie es geht. Wir geben uns das Beste und versuchen eben, wie gesagt, im Verein, der uns das Vertrauen gegeben hat, die Unterstützung, die wir haben, mit Minimum, mit dieser Professionalität auch zu geben.